Ich habe von ihr gehört, ja. Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Anduril. Und heute gehen wir unserem guten alten Kollegen, dessen Namen ich schon lange vergessen habe, hinterher in den Sonnentempel. Wie ist der Kollege noch gleich? Das werden wir gleich mal gucken. Ich bin ihm so lange nicht schon hinterher gelaufen, dass ich nicht mehr weiß, wie er heißt. Das ist schon große Kunst. Große, große Kunst. Jasper, genau. Und wir gehen zu seinem Auftraggeber. Mal gucken, ich bin gespannt. Wer seid ihr? Ihr gehört hier nicht her. Natürlich, worum geht es? Meins. Der Erzmagister hat mich beauftragt, mehr über den Pyräischen Bürger. Unzuverlässig. Unzuverlässig und dumm. Das sind sie alle. Ich habe die Chroniken. So, da wären wir. Nein. Warte. Ihr macht das vollkommen falsch. Ich bin doch nur vorsichtig. Gar nichts müssen wir. Hör damit. Holy shit! Ich kann das einfach nicht glauben. Und ist trotzdem zum Himmel, Arsch und Zwirn! Ich, Ach, das ist mein. Kommt davon, wenn man Stümper ans Werk lässt. Im Leben und im Tod. Messer Funkenschlag? Wer seid ihr denn jetzt schon wieder? Ihr hattet mich beauftragt? Der Magister, wisst ihr nicht mehr? Stimmt, ja. Josef, der Strauchdieb. Und was ist? Hattet ihr Erfolg? Jesper ist mein Name. Und ja, hatten wir. Ich schlage vor, ihr erklärt mir erst einmal, wann ich euch gestattet habe, eure Bettbekanntschaften hier hochzuschleppen. Soll ich euch noch einmal die Bedeutung der Worte streng und vertraulich erklären? Ihr könnt mir sicherlich eine ganze Menge erklären, aber vertagen wir das lieber auf später. Das schöne Fräulein hier braucht nämlich dringend Hilfe. Arkanistenfieber. Arkanistenfieber? Was geht mich das bitteschön an? Sollen sich die Hüter mit ihren heiligen Ritualen doch darum kümmern? Und überhaupt, warum das alberne Kostüm? Diese Frau hier ist besonders. Die Magie in ihr ist ungewöhnlich stark und außerdem ist sie Fremdländerin. Sie kommt aus Nerim, genau wie ihr. Ah. Na schön. Der Heimatgefühle wegen. Ich hoffe, ihr vergeudet nicht meine Zeit. Mit diesen Götterlämmchen zusammenzuarbeiten, bringt einen vernünftig denkenden Menschen wirklich um den letzten Nerv. Der Stuhl da hinten setzt euch hin. Ich sehe mir das mal an. So ein breiter Stuhl. Mein breiten Arsch, ne? Ich bin nicht fett. So. Das wird jetzt ein wenig kitzeln. Tatsache. Das fühlt sich wirklich seltsam an. Vielschichtig. Und verdammt mächtig. Und ihr wollt mir wirklich erzählen, dass ihr eure Begabung erst kürzlich entdeckt habt? Bei eurer Aura ist es ein Wunder, dass ihr euch noch nicht längst in den blauen Tod verwandelt habt. Erzählt mir, was passiert ist, und zwar alles. Also, ich war mal auf Grenzland und wollte scheißen gehen. Verstehe. Also, das mit diesen Visionen halte ich für Unfug. Und da hat euch euer Verstand einfach einen Streich gespielt. Was ja auch kein Wunder ist, wenn man bedenkt, was ihr auf dem Schiff alles erlebt habt. Ihr hattet wirklich Glück, dass euch der Magieausbruch nicht gleich die Rübe vom Rumpf gepustet hat. Wegelosigkeit, wohin man... Und wie genau funktioniert Magie denn nun eigentlich? Was hat es mit diesen Eventualitäten auf sich? Bei allem, was recht ist, ich werde jetzt nicht den Tutor für euch spielen. Wenn ihr etwas über Magie lernen wollt, dann lest etwas von Balidor Goldenstein, er. Der Blick auf das Meer der Eventualitäten. Neben der Realität, die wir gerade erleben, existieren unendlich viele andere, in denen jeder erdenkliche Zustand vorhanden ist. Dieser Raum mit den exakt selben Leuten. Bloß das Messer Funkenschlags Bart brennt beispielsweise. Was einen Arkanisten ausmacht, ist, dass er diese Realitätszustände, diese Eventualitäten, zeitgleich zu den unseren sieht und sie teilweise wahr werden lassen kann. Sieh mal einer an, Yusuf. Ihr überrascht mich. Yusuf. Dafür werde ich bezahlt. Wie mächtig ein Arkanist ist, hängt von drei Dingen ab. Welche Eventualitäten er sehen kann, wie gut er sie Wahrheit werden lassen kann und wie gut er zwischen unserer Realität und den Eventualitäten unterscheiden kann.
Aber wie bereits erwähnt, lest euch ein. Ich habe keine Lust, meine Zeit mit Unterricht zu vergeuden. Und, cool. Controller, please. Controller? Danke. Okay. Ah, und diese Kuppel auf dem Meer. Jedes Mal, wenn ich einen dieser Steine berühre, habe ich das Gefühl, mich an etwas zu erinnern. Das ist vermutlich ein Zeichen, dass ihr weniger Friedenskraut rauchen solltet. Talent und Können, ob nun magisch oder körperlich, entwickelt man nicht durch irgendwelche Erinnerungen, sondern durch harte Arbeit. Auch wenn uns dieses hirnverbrannte endraleische Gerede von dem Pfad und einer Vorherbestimmung was anderes vormachen will. Aber diese Vision, ich habe sie mir nicht eingebildet. Ach, wie ihr meint. Ich auf jeden Fall bin in jetzt fast 50 Jahren intensivstem Studium der Magie noch keinem solchen Phänomen begegnet. Und jetzt? Alles beginnt mit den Träumen. Was zum Himmel, Arsch und Wolkenbruch? Sieht dieser Raum für euch aus wie das Gesäß einer Hure? Oder warum meint ihr hier munter rumgrapschen zu können? Diese Dokumente sind vertraulich. Ich wusste, dass es ein Fehler war, den Groschendieb wie euch anzuheuern. Lashiri hatte schon immer... Wenn ich mich recht erinnere, waren es doch Träume, die eure Leute und Thealor Aranteal hierher geführt haben. Oder, Messer? Und du? Du hast mir doch damals erzählt, dass die verschleierte Frau in der Vision diesen Satz gesagt hat. Alles beginnt mit den Träumen. Was? Ist das wahr? Das stimmt tatsächlich. Aha. Dann, diese Nahtoderfahrung vor eurem Erwachen... Was sagtet ihr doch gleich? Was habt ihr gesehen? Ein gleißendes, grelles Licht, verbrannte Körper und laute Stimmen. Gut, ich... Das ist seltsam. Aber wie dem auch sei. Jetzt zählt ohnehin erst einmal, dass wir eure Magie unter Kontrolle bekommen. Was auch immer ihr da hell gesehen habt, nützt uns nichts, wenn ihr in ein paar Monaten die Radieschen von unten betrachtet. Wie bekomme ich sie nun unter Kontrolle? Tja, normalerweise ist das ein langwieriger Prozess. Ihr habt dieses Fieber, weil euer Geist von den vielen Möglichkeiten, die ihr nun plötzlich wahrnimmt, überfordert ist. Dieses Ritual, das die Endralea benutzen, um den Blick unter Kontrolle zu bekommen, nennt sich der Gang zum Wasser. Im Grunde genommen bedeutet das, für ein Jahr tägliche, stundenlange Meditation, fades Essen und Abstinenz von allem, was Freude bereitet. Mit der Zeit lernt der Arkanist dann die Kräfte in sich zu kontrollieren, woraufhin das Fieber immer weniger wird und teilweise sogar verschwindet. Je nachdem, wie sehr ihr auf euren Geist achtet. Wir Nerimesen kennen jedoch eine Möglichkeit, diesen langwierigen Prozess zu umgehen. Eine Abkürzung, wenn ihr so wollt. Ich selbst beherrsche sie zwar nicht, aber eine andere von uns. Sie heißt Lashiri und ihr solltet sie so schnell wie möglich aufsuchen. Eine Abkürzung? Hat es nicht einen Grund, dass dieser Gang zum Wasser so lange dauert? Ja, und der Grund heißt Rückwärtsgewandtheit. Nicht mal die Scientia Sinistra dürfen die Arkanisten hier lesen. Aber bitte, wenn ihr Lust auf ein Jahr Askese und einen Eintrag im Register, mit dem man übrigens jederzeit euren Aufenthaltsort auf ganz Winn einsehen kann, habt, dann tut es. Mir ist das egal. In Ordnung, in Ordnung. Wo kann ich diese Lashiri finden? In einer Ruine namens Alt-Raschengrad, unweit von Ark. Sagt ihr, dass ich euch geschickt habe und gebt mir mal eure Karte. So. Jetzt müsst ihr schon arg blöd sein, um sie zu verfehlen. Am besten, ihr geht umgehend los. Und ihr, Josef, ihr kommt mit mir und zeigt mir, was euer Ausflug an die Sonnenküste ergeben hat. Hoffentlich mehr als ein paar Flaschen Honigwein. Okay, Mr. Arschloch. Was für ein Kauz, nicht wahr? Aber irgendwie mag ich ihn. Hier, das bin ich dir für deine Hilfe noch schuldig. Und falls du mal Lust auf Gesellschaft hast, komm einfach im Tanzen der Nomaden im Fremdenviertel vorbei. Da werde ich mich bis auf Weiteres einquartieren. Also, viel Erfolg beim Meistern der Magie, mein schönes Fräulein. Wir sehen uns. Oh, die Hacken. Während der Haupthandlung Enderils habt ihr die Möglichkeit, eure Beziehungen zu verschiedenen Charakteren zu vertiefen. Folgt dazu den jeweiligen Quests und Obacht. Die Missionen sind nicht ewig verfügbar. Schreitet die Haupthandlung zu weit voran, bleibt die Handlungsstrang mancher Charaktere verborgen.
Aha. Auf Teleportrollenbehinderung. Ja, das ist. Na gut. Nur mal so, als hätten wir das alles noch nicht selbst erfahren. Ich glaube, bis hierhin hätten wir spielen müssen, um. Sowas freizuschalten. Und das klingt für mich schon mal sehr interessant. Jeder Tag wie der letzte, Teil 1. Gut, machen wir. Wo ist er lang gelaufen? Hier? Hey. Mhm. Was denkst du zu den derzeitigen Geschehnissen? Zu den lebenden Toten, den wilden Vatyren und den wahnsinnig werdenden Menschen, meinst du? Jetzt habe ich ihn aufgehalten. Müssen wir gleich auf ihn warten, bis er da ist. Aber ich glaube, wir müssen zum Marktplatzviertel, ne? Der wird irgendwo da hinten in der Taverne rumhocken. Dann machen wir zuerst seine Quest, weil soweit wie ich jetzt verstanden habe, ist, dass die Quest mal fast zum Gruß von bestimmten Charakteren quasi verschwindet nach der Zeit. Mhm. Milan, warum das? Weiß ich nicht genau, aber ich glaube, es geht um den Folianten, den du transkribieren solltest. Wir schauen uns hier nochmal ein bisschen um, hier gibt es bestimmt noch ein paar Quests, ne? Vor allem in der Hütte, wo wir gerade waren, da habe ich gerade schon Gespräche gehört. Waren recht interessant. Und was zum Teufel ist das hier oben? Dies ist heiliger Boden, Frankländer. Er gehört nicht hierher. Das interessiert mich doch nicht. Oh, ich kann da gar nicht durchgucken. Es wäre wunderschön, wenn das Wasser zu sehen wäre. Und die haben natürlich nur darauf geachtet, dass man die Berge sieht. Die haben sie geachtet auf alles da unten. Alles, was so scheiße aussieht, das haben sie nicht drauf geachtet, weil man soll ja auch nur hier hingehen und so gucken. Obwohl man sieht auch schon das Wasser. Naja, ist schon schön, ja, gebe ich zu. Ist nicht ganz so scheiße. Oben steht auch noch einer. Ich würde aber glatt behaupten, wir gehen nochmal kurz hier in die Akademie zurück. Ah, haben die echt schön gemacht hier, muss ich schon sagen. Und werden da gucken, ob wir jemanden mit einer guten Quest finden. Ach, das sind die Quartiere. Aber auch in den Quartieren könnten Leute drin sein. Da zum Beispiel. Nein, ich will kein Lied wünschen. Und Tempel, da geht's wieder raus. Okay. Kamen wir nicht von hier? Wer seid ihr? Ihr gehört hier nicht her. Doch, klar gehöre ich her. Alle wissen das, außer du. Lea, toll. Wird wahrscheinlich meine Butze. Nehme ich jetzt mal stark an. Es ist die einzige Tür, die hier existiert. Natürlich ist es meine Butze. Na gut. Aber es geht ja auch noch runter, ne? Oh, hier geht's in weitere Quartiere. Wollen wir uns mal überraschen lassen. Ach, Controller. Komm schon. Ich habe jetzt ein anderes Kabel drin, weil ich mein anderes Kabel irgendwie nicht gefunden habe. Keine Ahnung, wo es ist. Und das rutscht die ganze Zeit raus aus dem Controller. Das ist so nervig. Hallo. Wie bist denn du? Ist hier nichts? Nur so ein bisschen Wasser? Hier baden wahrscheinlich die ganzen alten Säcke. Und wahrscheinlich die ganzen Geschlechtskrankheiten drin. Oh, ich kann das Kissen nicht klauen. Klar, hier ziehen sie sich um, die alten Säcke. Na gut, hauen wir hier ab. Bin sowieso falsch gelaufen. Wollte eigentlich in den Sonnentempel, ne? Ja, Sonnentempel. Also in das Gebäude des Sonnentempels. Das ist der Plan. Da wollte ich nämlich ein paar Quests klauen. Und könntest du dich mal ein bisschen beeilen? Ich weiß nicht, warum das hier immer so lange dauert. Au, au, ah. Aua. Gerade ein bisschen verletzt. Das war hier, wo ich rein wollte. Wer seid ihr? Chronikum. Wo die ganzen alten Säcke sind, natürlich. Ja. War schon cool, ne? Stell dir vor, du hast eine Wohnung. Und im Keller ist einfach mal so ein fetter Pool. Krass. Kannst im Winter einfach aufwärmen gehen.
So. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwelche wichtigen Personen finden. Du bist wichtig. Nein, du warst die Doofe. Regellosigkeit, wohin man schaut. Wohin soll das nur führen? Wer im Tempel gehört alles zu euch? Außer ein paar Akolyten noch Juslan Sharim, der begnadetste Entropist der zivilisierten Welt, und die Shari Pekast, unsere Spezialistin für alles, was mit P anfängt und jährisch aufhört. Aber seht euch doch einfach selbst um. Ihr habt ja ebenso Augen wie ich. Der Typ könnte interessant sein. Kann ich die Zauber kaufen? Oh, hier ist eine Karte. So, dann wollen wir doch. Karte von Vyn. Wir sind auf Enderel. Nirmin ist voll weit weg. Was? Ach, das ist schwer zu sagen. Den Großteil meiner Zeit habe ich bei Narazuls Orden verbracht, aber in meinen jungen Jahren bin ich viel herumgereist. Nicht nur in Nirim. Und bei euch? Mit welchen der drei Idioten hattet ihr das Glück aufzuwachsen? Den idiotischen Nordreich-Rebellen, den idiotischen Kanzler oder den idiotischen Sektenspinnern? Letzteres. Ostian, um genau zu sein. Ostian. So, so. Eigentlich ein schöner Fleck. Aber dieser verdammte Schöpfertempel hat ja sein Bestes getan, es in einen lebendigen Albtraum zu verwandeln. Offen gestanden war er es, wegen dem ich Narazul Aramtials Sache damals beigetreten bin. Ich war damals ein junger reisender Arkanist und wollte in Ostians Arena etwas Geld verdienen. Gegen ein paar wilde Tiere kämpfen, ihr versteht schon. Ich hatte viel über den Süden Nerims gehört und stellte mir einen exotischen Ort vor, an dem das Leben pulsiert. Gewürze, Abenteuer, schöne Frauen. Aber wisst ihr, wovon ich stattdessen begrüßt wurde, als ich das Stadttor erreichte? Wovon? Von Kreuzen. Mindestens 50. Und an jeden davon war ein Mensch aufgeknüpft. Sie waren aufgestellt wie Bäume in einer Allee. Es war einfach furchtbar. Der Geruch von verbranntem Fleisch überall, die Schreie der Männer, Frauen und Kinder, die aus irgendeinem Grund gegen die Regeln dieses Gottes verstoßen hatten. Ich träume noch heute davon. Dieser Moment war es, in dem ich der Religion den Krieg erklärt hatte. Ich war es so leid zu sehen, wie irgendwelche Narren sich einander die Kehle aufschlitzten, nur weil sie ihre eigenen Probleme in irgendeine heilige Schrift oder eine übergeordnete Macht projizieren. Und das ist nicht einmal das Schlimmste. Fanatisch religiöse Menschen sind unbelehrbar. Warum tut ihr das, frage ich sie, weil mein Gott es mir befohlen hat. Was soll man da noch sagen? Deshalb macht mich dieser Ort auch so krank. Wir brauchen die Ressourcen des Ordens und sie brauchen unser Wissen. Und wichtiger, wir wollen beide dasselbe. Ja, hier herrscht Frieden, aber Philosophie, freies Denken, so etwas sucht man hier vergebens. Es ist zum Erbrechen. Aber das Problem, ja, aber ist das Problem wirklich die Religion, nicht die Menschen, die sie radikal auslegen? Jein. Einerseits ja. Ein zufriedener Mensch wird eher selten zum Mörder, egal, ob er den Glauben des Schöpfertempels oder den Lehren eines kyranischen Philosophen folgt. Aber wenn dieser Mensch nun aus irgendeinem Grund unzufrieden wird, Hunger, Angst, geplatzte Träume, dann kann eine friedliche Philosophie im Gegensatz zu einer gewaltsamen, wie den Lehren des Schöpfers, den Unterschied machen. Was ist eine Religion denn am Ende? Ein Wertgebäude, eine Weltanschauung, eine Ideologie. Und selbst wenn es nur eine Zeile ist, die "Töte die Ungläubigen" verlautbart, wie meint ihr, wird der unglückliche Mensch sie verstehen? Auf Kyra wird viel darüber diskutiert. Und ich bekomme die Krätze, wenn der Klerus was von verschiedenen Liesarten oder Interpretationsweisen faselt. Mich interessiert, was da steht. Und wenn ich verflucht nochmal behaupte, mein Glaube sei friedlich, dann hat da "töte den, töte das" oder "züchtige dein Weib" nichts zu suchen. Habt ihr recht. Dinge, die keiner ausspricht. Ihr meint also, sobald eine Region Inhalte hat, die radikal auslegbar sind, wird es auch Menschen geben, die das tun? Ja. Versucht mal ein Massaker wie die Massenkreuzigung in Ostia mit einer Philosophie zu rechtfertigen, die wirklich friedlich ist.
die vielleicht nur aus zwei Grundsätzen besteht, wie achte und liebe deinen Nächsten. Töten ist immer verwerflich, gleich der Motive. Viel Erfolg. Das sind sie alle. Religion ist gefährlich, das steht außer Frage. Sie ist es dann, wenn man mit seinem Glauben nicht bei sich bleibt. Wenn man anderen einen Glauben aufzwingen will oder wenn einem der Glaube des anderen nicht gefällt, weil man glaubt, es würde nur den einen Gott geben. Ich meine, das Ganze heißt nicht umsonst Glaube. Glauben ist nicht Wissen. So wollen die wissen, dass da Götter existieren. Erzähl mir etwas mehr über euren Orden. Wer bin ich? Ein wandelnder Foliant? Lest euch doch die Aufzeichnung der Chronisten hier über den großen Krieg durch. Dort steht alles, was ihr wissen müsst. Wir sind ein Haufen ketzerischer Fanatiker, die Thealu Aranthi als verblendetem Sohn in den Krieg gegen die Götter gefolgt sind. Nachdem die uns aber in der Schlacht von Xaroma glorreich schlugen, wurde Narazul eingekerkert und wir, seine überlebenden Anhänger, versteckten uns in den Bergen, um von dort aus feige und hinterhältig Anschläge auf das ach so erhabene Reich der Götter zu verüben. Klingt gut. Warum so defensiv? Die Frage war nicht böse gemeint. Ach, natürlich war sie das nicht. Es ist nur... Ach, egal. Okay. Hau rein, hau die Hacken. Erzählung des Wanderers. Der Wanderer erzählt von einem närrischen Feuerspucker, der das Bogenschießen mit einem... Oh, das war gar keine Quest. Ah, oder doch? Naja, geklaut ist geklaut. So, wir gehen höher. Und gucken, was sich hier befindet. Das soll doch mal einer verstehen. Hä? Ich höre dich, ich sehe dich aber nicht. Der Pfad, Buch 12. Die Sternsommernacht. Hier könnt ihr mehr über die Sternsommernacht erfahren. Krass. Einfach eingesperrt. Ach, sichere Truhe. Wohne ich hier? Ist das meins? Was macht hier eine sichere Truhe? Nur mir egal, Wumpe. Gehen wir da runter. Hier gibt's wahrscheinlich noch mehr Orte, ne? Wir haben schon ein paar Quests gesammelt, das finde ich sehr gut. Und hier haben wir nämlich noch das Archiv. In dem Archiv dürften auch noch so die ein oder anderen Sachen sein, doch das werden wir erst morgen erkunden, den weißen Typen da zum Beispiel. Haut rein, euer Zero. Tschüss.